24 Angler. Wegfisch, Amos. 12 Teams. No! 8 Nationen. 2 Gewässer. Ja! Wow! 1 Zielfisch. Und 1 Pokal. Der YPC Bass 2024 wird euch präsentiert von B1 Boots Center. Wir bauen dein Boot. Hearty Wise, feel the difference. Und LMAB, every great story starts with a cast. Hallo liebe Bass-Freunde und herzlich willkommen zur dritten Episode des YPC Bass 2024. Nach einem abwechslungsreichen Auftakt starten wir heute mit dem ersten Angeltag in Gruppe B und da verspricht das Line-Up ebenfalls einiges, sowohl anglerisch als auch vom Entertainment-Faktor der Protagonisten. Den Gruppenkopf bildet Team Ilex. 2022 konnte die französische Premium-Brand das Turnier gewinnen, im letzten Jahr war dann aber überraschend schon in der Vorrunde Schluss. Kein Zweifel, dass Mark Paczowski diese unschöne Erinnerung schnellstens vergessen machen möchte. Der Hesse gehört zu den besten Raubfischanglern Europas und gehört sicher zu den Deutschen mit den meisten Bass-Angeltagen im Jahr. Der frisch gebackene Bass-Vize-Weltmeister reist mit dem zweitstärksten PB aller Teilnehmer an, nur knapp hinter dem von Ken Iobe. Dass sein Partner und Freund Mattia Di Santo als Bass-Guide und erfahrener Turnierangler die kongeniale Ergänzung darstellt, hat er mit dem Titel 2022 bewiesen. Diesmal geht es zwar nicht ans Heimatgewässer, doch sein profundes Wissen wird ihm garantiert auch in Spanien dabei helfen, Hotspots zuverlässig zu lokalisieren. Auch bei Lure Drop, einem genialen Monatsabo für Raubfischangler in Europa, findet sich geballte Bass-Kompetenz auf dem Boot. Daniel Andrianis Bass-Turnier-Historie geht bis in sein Geburtsland Simbabwe zurück und auch in Europa waren seine Teilnahmen bei Bass-Competitions bisher allesamt erfolgreich. Silber und Bronze beim YPC Bass, die Vize-Weltmeisterschaft mit dem deutschen Nationalteam, Daniels jüngste Ergebnisse können sich sehen lassen. Ursprünglich wollte er erneut mit Christian Bieritt antreten, doch weil Ken Iobe kurzfristig einen Partner mit Boot brauchte, zauberte Daniel eine andere Lösung aus dem Hut. Paul Lüno arbeitete bis vor kurzem als Guide in Extremadura und lernte bei einem seiner Guidings im Mai Titelverteidiger Frank Schaper kennen. Seitdem lauerte er auf seine YPC-Bass-Teilnahme und ließ alles stehen und liegen, als der Anruf kam. Der Franzose hat schon bei großen Turnieren auf der ganzen Welt geangelt. Bereits 2012 stand er im Finale der Fishing League World in China. In den letzten Jahren war er vor allem in Europa erfolgreich und erzielte unmittelbar vor diesem Turnier eine Top-10-Platzierung beim prestigeträchtigen Sonner Cup auf dem Embalse di Oriana. Der österreichische Routendistributor Hearty Wise Europe setzt erneut auf ein deutsch-französisches Doppel, das im letzten Jahr ein bisschen sowas wie der Sieger der Herzen war. Christopher Weiss nimmt bereits zum dritten Mal teil und hat spätestens am Lago di Bolsena seine Leidenschaft fürs Bassangeln entdeckt. Der Windorfer nutzt im Grunde jede freie Minute, um im In- und Ausland den Räubern nachzustellen. Mit Johan Fournier hat er dabei einen mindestens genauso angelverrückten Partner an seiner Seite, der beruflich unter anderem auf Black Bass guidet. Vor dem Turnier im letzten Jahr kannten sich die beiden überhaupt nicht, sind dann aber im Verlauf Freunde geworden. Mal sehen, ob nach dem sehr knappen Vorrundenaus in 2023 diesmal mehr für die beiden drin ist. Neu im Turnier dabei ist Headbanger Lures. Einer der Angler, den die schwedische Kreativköderschmiede ins Rennen schickt, hat allerdings schon mal YPC Bass Luft geschnuppert. In Bolsena ist Frédéric Julien in der Gruppenphase ausgeschieden. Doch der kultige Südfranzose ist nicht nur ein leidenschaftlicher Bassangler, er bringt auch mit die meiste Turniererfahrung mit.
Ob sich die Extremadura für ihn als ein besseres Pflaster erweist, hängt sicher auch von seinem Landsmann und Teamkollegen Julien Tronc ab. Manche erinnern sich vielleicht noch an dessen YPC-Bank-Teilnahme in 2020. Ansonsten ist der YouTuber Julot turniermäßig ein unbeschriebenes Blatt. Wie wir spätestens seit letztem Jahr von B1 und Frank the Tank wissen, kann aber manchmal gerade eine gewisse Unbefangenheit der Schlüssel zum Erfolg sein. Unbefangen könnte es auch auf dem Boot von Zeck zugehen. Die deutsche Tackle-Brand schickt, wie schon im vergangenen Jahr, Markus Eule ins Turnier. Der Pfälzer Waller-Spezi hat sich inzwischen auch im Hinblick auf die kleineren Süßwasserräuber ein bemerkenswertes Skillset angeeignet und angelt, nachdem ihm im letzten Jahr Johannes Dietl zur Seite stand, erneut mit einem extrem starken Partner. Frank Busmeier konnte zusammen mit seinem langjährigen Teampartner Enrico Di Ventura Gold bei WPC und Lure Masters sowie Silber bei der Predator Tour gewinnen. Was die Turniererfolge auf Hecht, Barsch und Zander angeht, gibt es im ganzen Teilnehmerfeld also kaum jemanden, der mit dem Münsteraner mithalten kann. Aber auch beim Bassangeln ist der 53-Jährige durchaus versiert. Kurzum, vor diesem Duo sollten sich die anderen Teams in Acht nehmen. Komplettiert wird diese Gruppe durch das Team von Triton Cell, einem deutschen Hersteller für Bootsbatterien. Luis Mendes kennen die allermeisten aus den anderen YPC-Formaten. Der Dortmunder wollte eigentlich mit Toni eine Videoreihe auf Zander, Hecht und Bass für seinen YouTube-Kanal produzieren. Doch weil ein Team seine Teilnahme kurzfristig absagen musste, sprang Luis ins kalte Wasser. Seine Bass-Erfahrung beläuft sich auf das absolute Minimum. Dafür kann er sich dank seiner spanisch-mexikanischen Wurzel in der Extremadura allerbestens verständigen und hat mit Javier Sierro Gordillo einen Topmann in seinem Boot. Der Mechaniker vom regionalen Bootscenter Centro Nautico kommt gebürtig aus der Region, angelt seit über 10 Jahren erfolgreich Bass-Wettbewerbe und kennt sich in den Turniergewässern herausragend aus. Wenn seine Spots liefern wie erwartet, könnten sich diese beiden für die Konkurrenz als extrem harte Nuss herausstellen. Gut, damit sei fürs Erste genug. Zeit, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ab geht's! Go, Frank, go! Just arrived on our first spot, and we're gonna slow down far away. We're gonna fish a shallow place, so I don't want to spook the fish here. It's a lot of fishermen, a lot of boat, and a lot of pressure. So having a more finesse approach in such a big bay is very important. So many Spanish are there, but no one from the tournament. So let's hope that we can catch our first bats on the first spot. Hey Jungs und Mädels, willkommen beim YPC Best 2024 hier im wunderschönen, sehr heißen Spanien. Team Zeck, Frank Busmeier und meine Wenigkeit sind natürlich dabei. Ich hoffe, wir werden einen geilen Angeltag haben. Dann werden wir auf jeden Fall brauchen und natürlich das Quäntchen Glück gegen diese starken Mitangler. Drückt uns die Daumen, dass es was wird. Hey Leute, willkommen YPC Best 2024. Richtig geil hier in Extremadura, Spanien. Ich bin sehr, sehr froh, einen coolen Mann an meiner Seite zu haben. Paul, nice to meet you guys. I think like to start today we have a much better condition than in practice. It's actually a bit windy, not too hot, so they should be biting. They should be biting. Los geht's, Leute. Ja, wir sind spontan auch mit bei YPC Bass am Start. Das ist Zero. Mein Name ist Luis und wir haben in der letzten Sekunde zugesagt bei dem Turnier durch einen Zufall. Ein Team ist ausgefallen und ich war gerade vor Ort und dann habe ich gesagt, okay, ich verlängere um ein paar Tage und nehme den freien Spot. Zero
ist ein begnadeter Bassangler. Ihr kennt mich vielleicht von meinen Videos oder von den Teilnahmen beim YPC. Bass war noch nie ein Zielfisch von mir. Wir haben gestern trainiert, er hat mir die Basics beigebracht und ich vertraue komplett auf ihn. Er wird heute den Captain spielen und mich hoffentlich zu ein paar schönen Bass führen. Gestern hat es funktioniert. Wir starten jetzt einfach mal und hoffentlich geht der Plan auf, ein paar schöne Fische euch zu zeigen. Also, bleibt dran. Hello guys. Hello. Welcome to the YPC Bass 2024. Yeah, 2024. With my German friend, with Christoph. My French friend, Johan. Welcome. For Team Hearty Rise. For sure, yeah. Again, for the second time. First cast. First cast. Which way? In the water, that way. Okay. Good morning, everybody. It's time to go fishing. Time to start the next YPC Bass. So, it's a beautiful spot. Time First to cast. Die Teams halten sich nicht lange mit Begrüßungen auf. Bevor es ernst wird, werfen wir einen kurzen Blick auf die Karte. Hearty Rise beginnt im Nordwesten, in der Nähe des Valde Caballeros. Triton Cell fischt etwas östlich in einem durch eine Landzunge getrennten Bereich. Team Lure Drop startet ein paar Kilometer weiter südlich, während Headbanger und Ilex ihr Glück in den Flachwasserzonen des östlichen Teils versuchen. Markus und Frank sind sogar noch ein bisschen weiter gefahren und machen den ersten Wurf an einem östlichen Ausläufer des Sees. Wir schleifen gerade Krebse über den Grund. Das hat die letzten Tage hier die Erfolge gebracht, ganz langsam zu fischen, um die inaktiven Fische von ihren Spots zu reizen. Und der Spot, wo wir jetzt hier gerade fischen, den haben wir nie ausgefischt. Aber wir waren zweimal hier und haben in kürzester Zeit einmal zwei, einmal drei Barsche gefangen. Nicht die größten, aber dafür zumindest Keeper. Und jetzt hoffen wir, dass die Fische noch hier sind und gleich einen überlisten können oder am besten gleich noch ein paar mehr. I'm using my popper quite slowly. At the moment it looks like the fish is willing to bite just next to the grass. We have just a couple of pops of time and after that we are out of the hot spot already. We are searching for some fish around. We have to be very soft in the presentation. Got it. No! That was a good fish. I saw it. Well, it's a start. Yeah, it's sizable. It's easy sizable. 8-8. First beautiful fish of the day. Green bass from the Spanish waters. We leave it back. Bye, buddy. Let's keep going. Schade, dass Marks Fisch nicht hängen geblieben ist. Den von Mattia hat er dafür katzengleich gekeschert. Ilex setzt ein frühes Zeichen in Richtung der Konkurrenz. Oh, nice. What? What's nice? Mattia, 12:25. The first fish is on the board for Team Ilex. 0.88, top water. Congrats, Mattia, congrats. Mattia caught a topwater fish. near 1 kilo. That's the only fish report so far? Yeah. Paul is eigentlich einen Fox Rage Striking Salmo Lose Team Angler. Und wir haben gedacht, okay, von den Brands haben wir echt viele, haben öfter mal Sachen bei uns in unserer Lure Drop Boxen. Und deswegen hat es dann gepasst, dass wir zusammen starten für Team Lure Drop. Ich muss sagen, Paul ist schon, ich bin echt ein positiver Mensch, immer optimistisch. Und Paul ist noch krasser. Also egal wie schlecht der Tag ist und wie es läuft, er sagt immer am Ende, ja, aber da haben wir echt ein paar gute Sachen gelernt und dies und das. Und also that's the way, you know, if you are not positive when you are fishing, it's never happening. So I always try to be like
It's gonna happen. And like today, it is gonna happen. There we go. You heard it from the man himself. Reinste Zuversicht bei Team Lure Drop. Bei Zec hält man sich noch etwas zurück. So, Jungs, wir sind jetzt schon ein paar Tage hier fleißig am Trainieren, gell, auf deine 2C. Aber irgendwie haben wir das Erfolgsrezept noch nicht gefunden. Was jetzt am besten funktioniert hat, das ist zwar mühselige Fischerei wirklich, da so Krabbe über den Grund ziehen, aber ganz, ganz langsames Fischen. Braucht natürlich sau viel Geduld, gerade bei so einem Turnier, wo normal immer so ein bisschen Hektik und Stress hinten dran ist. Aber deshalb ist so das Gefühl, dass es das Effektivste ist. Und das werden wir jetzt halt ausprobieren. Und werden wirklich den ganzen Tag heute so Krebse über den Grund ziehen. Und wenn halt oben dann die Sonne ein bisschen tiefer ist in der Dämmerungsphase, werden wir vielleicht noch mit Hardbaits versuchen, Oberflächeköder, dass wir vielleicht Topwaterfische kriegen. So ist der Plan. Ja, gestern waren wir zusammen das erste Mal angeln, Sido und ich. Wir haben natürlich in diesem Training ein paar Spots ausprobiert. Wir starten heute am Garcia, wie alle Teams. Diesen See kennt er sehr, sehr gut. War aber das letzte Mal wirklich vor 4-5 Monaten hier. Deswegen haben wir gestern ein paar Sachen ausprobiert. Die ersten Stunden waren ein bisschen tough, aber irgendwann hat er so ein bisschen den Code geknackt und ist dann immer an irgendwelche Stellen gefahren. Und da haben wir tatsächlich dann auch immer Fische gefangen. Das Ganze müssen wir heute wiederholen. Wir fangen jetzt an, eine Einfahrt, also die Spitze von einer Bucht abzufischen. Das sind generell Stellen, hat er mir erklärt, die etwas größere Fische bringen. Und erstmal wollen wir ein paar Fische fangen. Deswegen werden wir gleich nach der Spitze in diese Bucht reinfahren. Da hatten wir einige Kontakte, auch ein paar Keeper gefangen, ja, die über 500 Gramm hatten. Und wir starten jetzt beide erstmal mit dem Netrig. Das hat er gestern ein paar Fische gebracht und ungefähr zu der Tageszeit auch. Und ja, darin haben wir jetzt Vertrauen. Und ja, ich werde auf jeden Fall alles ausführen, was er mir heute sagt. Wenn er sagt, ich soll Twitchbait fischen, dann werde ich Twitchbait fischen. Ich werde keine Fragen stellen, einfach nur ausführen und hoffentlich auch ein bisschen was dazu beitragen, dass wir die Karte voll machen. So, for our strategy, it's finesse fishing, drop shot, crawl shake, something like that. And after, I think, 10 minutes, 10, 50 casts with spinnerbait and jerkbait, a little bit of power fishing, and then leave the spot to the next one. So now, jerkbait fishing, and Johan, spinnerbait. Spinnerbait, for sure. Wo es aussieht, dass es Fische gibt, sind auch welche. Aber es ist die Frage, ob die beißen. Ne? Das ist echt nicht so easy, die zum Beißen zu bringen. Versucht deswegen so viele unterschiedliche Techniken. Oh, it's a bass. It's a big net. Net. It's decent. Yes, yeah. Baby. Oh yeah, that's keeper number one. Yes. Good. Nice. Not the biggest one, but just as I got stuck in the rocks. Doesn't matter, man. No. We have a fish in the boat. It certainly doesn't. 0.85. Nice, my boy. Not too bad. Nice. Yes. Let's do this again. Thank you, boy. Yes. Let's go for another one. And also, we're happy about it, but here, 2 kilo fish can rain. So for sure. Let's go for some bigger ones. For sure. Leute, er sagt, wir sind extrem happy, aber es kann ja 2 Kilo Fisch regnen. Das meine ich, weil das ist ein Optimismus. Also, don't be too crazy about the 800 gram fish when you know this lake is full of 2 Kilo fish and even more. Ob's wirklich Bass regnet, wird sich zeigen. Auf jeden Fall hagelt es gute Vibes bei Daniel und Paul. Auf den anderen Booten fehlt es noch etwas an Feinabstimmung. Fischung. Back good. Good, good, good. Yeah, yeah, yeah. It's a bite, but it's not it's a wrong fish. Fish.
keeper, definitely, man. Yes, man, yes, man, you're a legend. Yeah, my boy. Drop shotting it up. The drop shotting. Oh, it's about the same size as the other one. Yeah. Tiny bit smaller. But it's a keeper. It's quite chunky. I think it will be like a 600 or something. Really fish, good take. Fish, net. Oh, Daniel, my line is caught too. It's gonna be a big mess. Fuck. All this mess for a fish that we'll not keep, maybe. Maybe. 0.72 kilo. That's a small keeper. Nice, man. That will do. This, I think, is not a keeper. This is like too small. So happy for our small fish, but still, it's happening. So can I get mine? Yeah, it's a total fuck up. I broke my line. Wir haben hier jetzt einige Fische schon gehabt, die hochgekommen sind, die auch dran waren. Leider haben wir sie verloren. Wir hätten in den ersten 5 Minuten sozusagen unsere 3 Top-Water-Fische haben können, aber so ist es halt beim Angeln. Fisch ist hier, das Gebiet ist groß und ich bin mir sicher, wir kriegen hier noch einen Top-Water-Fisch. Lost it again. No way. No way. Crazy, ja? Alors, là, where can I cast? Here? Is there, you have a structure, yeah, a side, and like 5 meters and 45 degrees, you have a wall. But after the wall, you have like a rock house. Oh. Like a, yeah, remaining of a house. And if we are lucky that it's the kitchen, maybe there's still bass in the kitchen, you know? Yeah, it's the meal. Because it's time for lunch. Fish on. Yes, yes. I'm with you. For sure. Maybe it's a keeper. It's a keeper. Come on, baby. Woo! Yes, man. Change of color. Yeah. Fred told me to change the color and boom. First cast, my lure is just slowing down. Okay, don't put it on the, it's too warm. I just hold it for you. Yep, it's a baby, but maybe 500 grams. 480. Close, but no cigar this time. No. 10 gram. It's the first one, but it's not a keeper. So go back to the water. Baby, bye-bye. See you in 20 grams. Für mich ist dieses ganze Bass-Angeln neu. Aber Sido sagt, dadurch, dass jetzt auf einmal so viel Zander hier kommt, wir so viele Kontakte haben mit Zandern, ist das ein Zeichen, dass sich wahrscheinlich jetzt über Nacht oder er sagt, das geht teilweise auch über Stunden, in ein paar Stunden, dass Zander reinkommen in eine Bucht oder zu einer Stelle und dann die Schwarzbarsche ausweichen. Es kann sein, dass jetzt zum Beispiel die ersten 2 Spots, die wir jetzt hier am Befischen sind, die gestern Schwarzbarsch gebracht haben, heute vielleicht tot sind. Deswegen, wir probieren es noch ein bisschen weiter. Ansonsten müssen wir heute dann noch mal gucken, wo es dann hingeht. Aber tú eres el capitán hoy. Vamos a darle un poquito. Wir probieren es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter und dann schauen wir mal, was wir gleich machen. So right now, like we are fishing a deep bank with quite heavy cover, lots of big rocks. And okay, I got some bites with the drop shotting, little worm. And I'm using my drop shot now with a very small Texas hook to avoid like snagging all the time. Because if you go like regular offset hook here, you lose a lot of tackle. So we've done our first weigh on the spot. We had some attacks, but we were not so lucky, unfortunately. Now they stopped biting. It looks like the lake has turned flat calm. A small popper is not enough at the moment to move them, so I will change and I'm going to get the same version but a 95. Little bit more movement, little bit more water, so let's see if we can rise them up. Matthias setzt auf Großkaliber, es schlägt aber zunächst woanders ein.
gute alte Edward. Gut Power, der Junge, Alter. Obwohl er nicht so groß ist. Er verkauft sich ganz gut. So. Ist aber Keeper. Ja, das ist einer. Ich hätte auch so ein Ding auf dem Brett, Alter. Boah. Der ist auf jeden Fall, der hat seine 600. 061. Ja, besser als gar nichts, ne? Super, Baby, du. Jetzt schickst du Mama vorbei. Nein, deine Oma. Okay. Petri, mein Freund. So. Tatsache. Dieser Bess kommt bei Eule kaum in die Köderfischkategorie, hat dafür aber heldenhaft gekämpft. Damit ist Zack auf dem Board. Bisher keine Selbstverständlichkeit heute. Every cast, you need to be focused. It's a bass, I think. It's coming up. Yeah, it's a good one, man. Yes, my friend. It's not a giant, but a keeper. Paul is doing some damage. Yeah. It's not a giant, but it's a keeper. Maybe I should also change the drop shot, man. 600 even. Exactly 600? Yeah, exactly, okay. 600. And actually, man, we are catching them like bigger than in practice. In practice, we were struggling to have any keepers. No, we either got like a huge one, like 2 kilos or something. Also in training, Leute, es ist verrückt. In Training haben wir entweder so 1, 2 richtig große am Tag bekommen, so wirklich groß, 2, 2,5, 2,6, sowas, Riesenfische. Aber ansonsten waren alle Fische unter der 500 Gramm. Deswegen bin ich echt froh, dass heute, wir haben keinen richtig großen bis jetzt, das ist schade, aber viel, das kann noch kommen. Aber immerhin, sage ich mal, die Kleinen sind nicht ganz so klein. Haben wir, wie gesagt, ein bisschen was verloren. Wir haben noch eine andere Ecke, wo wir ein bisschen topfordern können. Aber eher ein bisschen später. Wir versuchen jetzt erstmal ein paar Fische tiefer zu fangen. Wir wechseln mal komplett die Ecke vom See und hoffentlich speisen da die Fische, bleiben hängen und gehen auch in den Kescher. Time to move. Ich habe 3 neue für euch. Die neuen Rodfather Casting Modelle sind ab sofort bei uns erhältlich. In 3 verschiedenen Varianten. 2,28 Meter, 30 bis 100 Gramm. 2,33 Meter, 40 bis 150 Gramm. 2,40 Meter, 80 bis 330 Gramm. 40 Tonnen Toray, Fuji Komponenten. Die Grifflänge, je nach Rutenlänge, aufeinander abgestimmt. Ab jetzt sind auch die ganz Großen nicht mehr sicher. Ich rede mal ein bisschen leiser. Ungefähr 300 Meter weiter ist Frédéric Julien. Wir sind jetzt in eine Bucht gefahren, die sehr flach ist. Wir haben sehr, sehr viel Kraut und hier hatten wir in den vergangenen Tagen gut mit Topwater gefangen. Jetzt sind wir heute hier angekommen und wir sehen richtig viele Schwarzbarsche. Die stehen sehr, sehr flach, reagieren aber leider nicht auf unsere Köder. Und jetzt heißt es, durchprobieren, Methode finden, worauf sie Bock haben. Topwater, gar keinen Bock, die hauen direkt ab von dem Köder. Der Köder, der zum Beispiel vor 2 Tagen ja auch Fische gebracht hat. Nett, auch nicht. Ja, ich bin jetzt ganz experimentierfreudig und habe hier den kleinsten Köder mir rausgeholt. Den werde ich jetzt mal ausprobieren. Das ist der Baby Louie in 3,5 cm. Vielleicht einfach mal was anderes probieren. Der Angeldruck ist immens. Aber jetzt geht es darum, trotzdem vielleicht einen Köder zu finden, mit dem wir die überlisten können. Das machen wir jetzt. Also, mal schauen, ob wir eine Technik finden. Ja, die Black Bass hier kennen sich mit Tackle besser aus als so mancher Angler. Wir gucken einmal kurz auf die Karte. Triton Cell hat die Position verändert und angelt nun dicht neben Headbanger im Flachen. Hardy Rice hat noch etwas weiter nach Norden versetzt.
Sacks und Lure Drops Positionen sind quasi unverändert. Elex ist nach rasanter Fahrt am südlichen Ende des Sees am neuen Spot angekommen und angelt wie angekündigt eine Etage tiefer. I'm getting to a slower technique at the moment. Fish seems like it's not biting much. We decided to try a deeper spot with some isolated rocks in open water. And I'm going down with a little shaky head to keep it slow, stay close to the rocks, try to move them a little. That's a brain fight. Yeah. The real brain fight. Yeah. Nothing at all. We feel, I think, two or three very small attacks from this very, very small bass, not keeper for sure. And now we have to work on the shore. We have to change, but don't change the main strategy. The main strategy, because it pays off on the pre-fishing. And now we have to switch off the brain and cast and cast and cast and be focused with the strategy. Anyway, it's not the best time for fishing, for yeah. bass fishing in Spain, for sure. But in pre-fishing, we caught not a lot, but some fish, nice fish. Yeah, right. In this time, yeah. Yeah. But I think later in the afternoon, the fish gets more activated, and I hope so. For sure, it's then a better time. A better time than now. Than now, yeah. It's not so difficult, but yeah. Matthias fischt ein bisschen langsamer, am shaky head. Vista Worm von Ganki und ich mit einem tieflaufenden Crankbait und gehe oft auch auf die Knie, stecke die Rute ins Wasser, dass er noch tiefer läuft. Ich angle jetzt mit dem Diggle von Ilex und wir angeln Felswände quasi, 45 Grad Felswände, und in diesen Felswänden gibt es Points, die also quasi so Spitzen, die rauslaufen, wo Felsen noch mal ein Stück weiter etwas flacher rauslaufen. Und diese Felsen angeln wir ab. Da haben wir zumindest, dass wir jetzt die Tage ein bisschen gefischt haben, immer mal wieder einen richtig großen Fisch fangen können. Und für uns war das klar, dass die großen Fische eben an diesen Spitzen, an den Felswänden stehen. Deswegen rumpel ich da jetzt mit dem Crankbait drüber. Wichtig ist eben, deswegen halte ich die Rute auch so tief runter. Wenn die Fische aktiv sind, würden sie natürlich hochkommen, aber im Moment ist es ein bisschen schwierig. Ich muss mein Crankbait wirklich gegen die Felsen schlagen lassen, also dass die Lippe immer wieder in den Felsen rammt, um so eben diesen Reaktionsbiss zu provozieren. Und wir hoffen mal, dass wir so den ein oder anderen großen Fisch fangen können. Topwater hat heute Morgen ja nur so semi funktioniert, also funktioniert hat's, aber Fische ja, sind leider nicht hängen geblieben, außer einer. Aber wir haben ja jetzt angefangen, ist noch viel Zeit und wir haben noch einige Spots. Wir geben Gas. Ich mach. Ja. Next fish. Viel besser. Viel besser. Maybe, maybe. Maybe, maybe, maybe. Ah, no. I don't think so. 58. Okay. Gracias. Ein kleiner Keeper, nichts Wildes, aber immerhin mal ein Fisch. Marks nützliche Erklärung zu den oft bemühten Rocky Points wird immerhin mit einem Fisch belohnt. Insgesamt bleibt es aber bisher eine zähe Veranstaltung für die Teams, mit einer Ausnahme. Fisch, Fisch. Right in the good spot, man, what is it? Let's see. Ah, came off. No, no, no. No, 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 you got him. Ah, no. Shit. Got one. Maybe a keeper, man. Yeah, keeper. Yes, man. Nice. Oh, yeah. That's number 4. Unbelievable. Double hookup. Double hookup. Little chunky. Zack. Yay.
You know our shop is called Hecht & Barsch, Pike & Bass. Pike & Bass. Here we go. That's it, man. Ah, 940 grams. Nice, my boy. Almost a kilo fish. Let's release this beauty. Unser Online-Shop Pike and Bass. Naja, close enough. Sei's drum. Daniel lockt den Hecht clever aus der Reserve und verschafft den Bass den nötigen Freiraum zur Attacke auf Pauls Köder. Meisterhaftes Zusammenspiel der Lure-Dropper. Bei Headbanger stellt man währenddessen die Taktik um. Okay, so we are not far away from the first stop, but now we're gonna try something totally different. We're gonna try like points with some big rocks and small rocks, so like transition spot. And we're gonna fish like on the way a little bit deeper this time, down to 4 or 5 meters on the first plateau and the second drop. So really covering everything from the shore to the second edge at 4 to 6 meters. So here, what is interesting on this type of map is that we put aerial photography on top of the fish finder map, and then we have like old rods, the riverbed, old riverbed, some wineyard, everything is there. So when you search for spots, you can follow more precisely this type of thing. That's special map. Not everyone has this one. Give me a break. Whoa! Look at that monster. It's the same size of the lure. For you the don't haters, need the net, it's okay. I don't drop this fish. I take it carefully. And release it. Come on. Yep. Oh, fish on. Elle a tombé. Oh shit! Allez. On y est. We are there. We are on the fish. Yeah. Just when the lure drop in the water, bam! But no, it was more. Tu penses? Ah, yeah. I prefer thinking it's a small one. But we are on the fish. Yeah. Fish are we here. We are on the fish. Come on. So we just need to keep focusing. Ah, ärgerlich, dass der Größere nicht hängen bleibt. Aber vielleicht ist die winzige Vorhut ja ein gutes Zeichen. Immerhin der Zielfisch. Der erste kleine Schwarzbarsch. Aber oh, Mann, wir sind jetzt echt in einer ziemlich geilen Bucht. Hier gibt es richtig viele Schwarzbarsche, wir sehen die, aber die sind echt zickig drauf. Ich bin jetzt hier weightless unterwegs mit so einem Wurm und fischte nur am Offset-Haken. Echt langsames Fischen, was ich jetzt gerade betreibe. Sido probiert auch die ganze Zeit verschiedene Sachen durch. Aber wir haben noch nicht den Code geknackt, wie wir hier die Großen zum Biss überreden. Fuck! 118. Fuck! 2 attacks. Good fish. Oh no! Was? Hast du? Ja. Mann, guck mal, später nochmal, da bleiben wir da. Freund! Der ist, glaube ich, nicht maßig. Kein maßig, Mann. Der ist maßig. Der kommt. Oh, der hat. Er hat das Maß. Ah, Junge! Das ist perfekt. Dann bleiben wir da, oder? Jetzt machen wir den dritten auch noch. Und? 5, 6. 0,56. 057? 057, ja. Also nicht stehen, das ist jetzt bloß zum Warmwerden. Die wollen wir später nicht mehr in der Karte haben. Oh, Markus, ha! Ja, leer, super. Oh,
Das hat aber jetzt auch lange gedauert, ne? Ja, ja, ja. Arbeitshuschen. Jetzt haben wir ihn. Jetzt meldet sich also auch Frank an. Glückwunsch! Trotzdem ist das nach inzwischen deutlich über 2 Angelstunden erst der 7. Wertungsfisch. So richtig geknackt hat den Code noch niemand. Fred probiert es aber schon mit der nächsten Kombination. So now I'm gonna change to the Hawkeye. I've been fishing very, very quietly. But I like the Hawkeye from Headbanger because it has this unique cup lip like this. And this is like acting like a little bit like a chatterbait. So give him some extra movement, some push in the water. And also in the fall, it's really slowing down the presentation. So I found it really attractive. If you follow me in the YPC bank, for example, I've been using it for Zander, for perch as well. In the last previous years, I've been using with big success for pike in polders. So it's really a versatile bait. And this is doing really good on bass as well. So you can imagine this is falling on the bottom, stand like this, and then the presentation is really free. So when you're gonna swallow it, it's really rising immediately and the bite is very much easy. It's much easier. So yeah, you should consider using them for all kind of predators. This works really well. And again, today we kind of caught everything on this pumpkin red flake. So, no, that's the watermelon red flake, sorry. So the red flake seems to be so far important to have. So I keep in all my bait, I keep these red flakes. Let's go. Immerhin kann man Freds Ausführungen ganz in Ruhe lauschen. Da bekommt man ja selber Hunger. Apropos. What do you want? Well, cheese, of course, and then ham, yeah. What the other? No, we don't have other ham. We have chicken, we have the chicken breast. Ah, chicken. No, yeah? Yes, chicken. Give me the chicken. Thank you. Would you like one? Ach Leute, ist jetzt ganz schön viel schief gelaufen heute. Fische verloren, Fische verfehlen. Angler machen Camping auf dem Spot. Jetzt müssen wir uns erstmal zu viel schlechte Energie gerade. Jetzt machen wir mal noch 5 Minuten Pause. Durchatmen und dann geht's weiter. So, Jungs und Mädels. Diesen Platz haben wir genug beackert und jetzt suchen wir uns einfach einen anderen. Ist ja nicht so, dass es hier keine gibt, gell? Naja, lassen wir mal Ruhe. Immer ein guter Trick. Ab und zu mal Ruhe lassen, so dass der Platz eine Stunde, zwei. Hoffe, dass kein anderer herkommt. Ja, der da erstmal. Ha? Ich sag, der kann ja erstmal hier die durchgepflügte Stelle mal bewerfen. So, das wird ja in der Regel dann auch nichts bringen. Aber das kann uns jetzt genauso gehen. Aber das werden wir schon sehen. So. Ich dachte, der wäre hier rechts erst gewesen. Nein, nein, da steht, da vorne steht er. Wir fahren genau drauf zu. Der Baum, da, diese Ecke müssen wir anfangen. Technik ausmachen oder alles? Ach, das hole ich an. Okay. Ja, also ich schmeiße hier die blaue Krabbe da jetzt über Grund. Keine Ahnung warum. Aber... Markus wirft am neuen Spot ins Blaue. Auf einem anderen Boot hingegen verdichten sich die Zeichen, dass der Zufall eine untergeordnete Rolle spielt. Oh nein, it's not so small. It's the bike. Yes, good man. Nice. Thank you, little one. Could be a keeper? I think it would keep. For sure. 0.54. Ah. Okay. A keeper's a keeper. Good job, Daniel. Cool, man. Good. Did you catch before? You got a bite. I got a bite. Yeah. Und tatsächlich. Big one. Big one.
giant one. Okay, Daniel, easy. He's on. He's on. He's good. He's coming up. Yes! Yes! Those are the ones we were looking for. Oh yeah, man. Genau die haben wir gesucht, Leute. Oh yeah, man. Yes! That's a two. That's a two. Oh, maybe a little bit less than no, a bit less, but it's like a 1.7 or something. That's perfectly fine for us. Yeah, 1.68. Perfect. Nice fish. We take it. Super large fish for such a small weight. Yeah. Let's release this beauty. Yeah, man. Genau die haben wir gesucht. Da gibt es so viele von der Größe in dem See. So zwischen, sage ich mal, 1,6 und 2,6. Da gibt es richtig, sagen wir mal 2,5, 2,4. In der anderen See sind die dann schon noch größer. Aber es gibt etliche in der Größe, aber sind, ja, die sind echt nicht easy zum Fangen. Besteht auch bisher wenig Anlass, das zu glauben. Aber immerhin bringen Paul und Daniel den ersten Bass aufs Board, der zumindest an der Lanka-Kategorie kratzt. Team Lure Drop bleibt der bisherige Lichtblick und festigt die deutliche Führung. Die noch glücklose Konkurrenz zeigt sich anerkennend. Lure Drop. Paul again. Mhm. 1.68. Congrats to Paul. Amazing. 1.68. Great fish. No activity on the surface. So Twitch the top water spot. Go to the next house. Yeah. Okay. And then go to the number spot. Okay, 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 okay. And try if we can. We can repeat that what we did here. Yeah. But with keepers. Ui, ui, ui. Was ist denn das schon wieder? So, Leute. Ich hab eiskalt verpennt. Aber kein Problem. Jetzt hau ich einen raus. Wer in diesem Zeitraum für mindestens 80 Euro einkauft, kriegt einen 50 Euro Einkaufsgutschein gratis on top. Einfach shoppen, den Gutschein in den Warenkorb legen, den Code verpennt24 eingeben und dann ist der Gutschein umsonst und kommt direkt per Mail zu dir. So, Freunde, jetzt brauche ich erstmal einen neuen Kaffee. Jetzt ist die beste Zeit für dein Board. Sichere dir jetzt dein Traumboard zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 Euro auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Board Center. Willkommen an Bord. Oui. Yes, 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 yes. Oh! No! Oh shit. What did I say? Yeah.
That was bass. Fuck it. I know what I'm doing. I know. This is, you know, those bass, they go up and down the shoreline. They don't stay on one point. So we heard the first attack in the stone, very gentle. Then we get the chase there. Yeah. So they were like running around there. Mm. So they must be there. Yeah. Oui, yes, yes. Oh. No, Fred. No. You see the monster? Yeah, yeah, yeah. You see the fucking monster. Oh, 40 plus. Come on. Allez. So it's, I need to react fast. It's not acceptable to lose two big fish like this. They are coming really hard. They don't hesitate on this Spitfire from Headbanger. So I really believe that my first choice of rod was a little bit too weak. Not powerful enough. So now I'm changing for much faster action. The other one was a moderate action. This Aeon rod is a extra fast action, has much more backbone. So I hope I'm gonna really get a better hook set. So I'm still have a very soft tip, but a lot of backbone for the hook set. So hopefully now the right combo, and I don't carry on doing mistake. Fred hat nahezu jede Stellschraube nachgezogen und hätte jetzt wirklich ein Erfolgserlebnis verdient. Erst einmal klingelt es aber woanders. Fisch. Auf Sicht angeworfen. Winnetou. 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 Okay, come on. 1,16. Let's go! Der erste Fisch auf dem Board. Ah, guckt euch mal diesen hässlichen Köder an. Wahnsinn, dass die Fische sowas fressen, ey. Erleichterung bei Luis und Ciro. Nach viel glücklosen Probierens ein schöner Fisch, um sich im Turnier anzumelden. Team Zack hingegen scheint seit Franks Fang eher abgemeldet. Sieht interessant aus. Also ich hab da überhaupt kein Vertrauen drin. Ja. Naja, wir machen auch nur ein paar Würfe. Dann würde ich da hinten die Bucht einmal kurz machen, wo du die Bisse hattest. Und dann müssen wir uns was anderes überlegen. Hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt heute, ne? Oder wir müssen halt einfach durchangeln dann nochmal dieses Flachwasser. Auch wenn darauf rumgetrommelt worden ist schon. Ich würde jetzt diese Spitze da vorne einmal, ja, die da rauskommt, ja, rechts. Und dann würde ich die Bucht, und wenn da in kurzer Zeit keine Bisse kommen, haben wir wieder ab hier. Oder? Ich würde aber mit dem Benziner langsam dahin fahren, das dauert zu lange, oder? Oder sieht viel mehr mehr. Beer keeper. Beer keeper, let's do it. Yeah, not bad. Yo, bam. Nice. Good beer keeper, buddy. Bit chunky. Yeah. Maybe a small keeper. Oh, 0.50. Mm-hmm. Perfect. Keeper? 0.50. Oh yeah. In the box. Keeper's a keeper at this stage, firstly, until we get 10. Gab und go. Oh, look at that. Oh, this is not that hard. It's a joke.
Ah, ist da ein Grande. Ja, nein, nein. Lo ves? Sí, sí. Salud. Sí. Papaya. Ja, also er macht das jetzt zum zweiten Mal. Fisch auf Sicht anzuwerfen mit seinem braunen Stick. Weightless. Wir müssen natürlich sehr, sehr leise sein. Ich bewege mich einfach gerade nicht und schaue nur beim Angeln zu. Bella Linie für eine Ult. Er sagt, wenn die, die haben jetzt die Schnur gesehen und dann drehen die direkt um. Also muss man die auch richtig anwerfen, die Fische, dass sie quasi nicht von uns verscheucht werden. Durch das Boot oder die Schnur. Ist auf jeden Fall sehr aufregend. Ich traue mich gar nicht, mich zu bewegen hier. So, was war Fisch? Mega gut, damals. Ven aquí. Ven aquí. Vamos. Mega. Este entra también, creo. Pasa. Sí. 0.53. Hasta luego. Adiós. Buen hecho, tío. Buen hecho. Tú sigue, tú sigue. Y yo solo estoy aquí de traductor. Ich mache jetzt nur den Übersetzer. Er angelt und ich erkläre euch ein bisschen, was er so macht. Und ich reporte die Fische und kümmere mich um die Waage. Drinks. Quítale, quítale. Tú sigue, tú sigue. Toma. Quita este lío o saca la caña esa y luego le quitamos. Gerade gesagt, er freut sich mega, dass das funktioniert, weil das, er sagt, es ist sehr, sehr lange her, dass Fische auf so eine kurze Distanz, so nah am Boot, auch gebissen haben. Creo que puede ser también porque están entrando pez pasto, pez pequeño, sí. Y es el momento que ellos tienen para comer. El agua está, también está el agua turbia y creo que nos permite el poder pescarlos a esta distancia. Also dadurch, dass das Wasser ein bisschen trüber ist als sonst, können wir uns halt so nähern mit dem Boot, dass wir die wirklich halt anwerfen können. Und er sagt, es scheint wohl hier gerade so zu sein, dass die Fische am Patrouillieren sind. Die sind aktiv, weil Futterfisch aus dem Tiefen oder Futterfisch gerade hier vor Ort ist. Und die jetzt gerade, die sind gerade am Fressen. Die sind im Modus. Also wir sehen die, die sind hier. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Tú sigue pescando. Yo explico todo aquí. Also auf jeden Fall, die Fische scheinen on zu sein. Und wir schauen ihnen einfach zu beim Angeln. Ich mach gar nichts, ich bewege mich nicht. Fehlbiss. No es mentira, ¿qué verdad? Sí, sí, yo te creo. Voy a coger uno nuevo. Er hat gesagt, ich soll auch ein paar Würfe machen, aber ich mache hier keinen einzigen Wurf, bis er nichts mehr fängt. Ich habe echt Schiss, irgendwie die Fische zu verschrecken mit meiner Technik, mit meinen Ködern. Ich lasse den erstmal machen. 15, 20 Minuten, ich gucke ihm nur zu, übersetze und ich hoffe, er kriegt jetzt noch einen, weil wir brauchen ein paar Fische. Mindestens 3 von diesem Gewässer, das ist ja das Wichtigste. Zeugt auch von Größe, sich im entscheidenden Moment zurückzunehmen. Und außerdem ist Luis ein fantastischer Übersetzer. Jetzt muss Ciro das Ding nur nach Hause schaukeln. Por el pelo, entro. Sí. Oh, fuck. Sí. A ver, por el pelo. Sí, pincha. Vale. Y un poquito solo. ¿Así? Ahora levántale por ahí. Ahí, exacto. Échalo hacia arriba. Entero. Y mide el anzuelo con. Das ist die Geheimwaffe, Freunde. Das ist wirklich geheim. Wahnsinn, dass die Schwarzbarsche sowas fressen. Au. Fisch. Ich glaube das nicht.
Ich habe noch keinen Wurf gemacht seit dem ersten Fisch, den er gerade gefangen hat. Oh, mit dir. Oh, tremendo. Tremendo. También vale, ¿no? Sí. 0,59. Eres una máquina, ¿eh? Dile que con el quinto, con el cuarto le hago la croqueta y con el quinto le hago la cucaracha. Díselo, díselo. Ab dem vierten Fisch fängt er einen Tanz an und ab dem fünften Fisch fängt er die Cucaracha an zu tanzen. Also Leute, bleibt dran und guckt gleich Zero beim Tanzen hier zu. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich würde Zero gerne tanzen sehen. Zwar war noch kein richtiger Brecher dabei, trotzdem könnte es extrem wichtig werden, an diesem schweren Tag überhaupt 3 Fische gefangen zu haben. Gute Stimmung und Arbeitsteilung bei Triton Cell. Ein anderer Angler könnte übrigens auch ganz gut einen Übersetzer gebrauchen. Ja, ich bin ein anderer Bruder. Guck im Vergleich zu unserer Nussschale. Wenn die Schwarzbarschwerke so clever sind, wie du sagst, dann denken die bestimmt, oh, da, Profi, beißen wir nicht. Und dann kommen sie da und denken, siehst du, dann machen wir Freit. Ja, das kann gut sein. Die Frage, ob wir nochmal zur alten Stelle erst fahren und dann das andere abackern oder ob wir erst das andere abackern und dann zu der Stelle nochmal hinfahren. Ja, schon die alte Stelle. Wäre gut, wenn man einen Fisch rennt, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Should we fish the island or what do you think? I think we can try make some casting on this point again. Yes. On our way out, we got a decent one. That was the 940 something. Yeah. Yeah, why not? Is he on it? No. Oh. Yes, my boy. All right. Nice. This place has fish, huh? Yeah, man. Ah, that's not a proper fish, but it's maybe it's a kilo. It's a fish. Could be a kilo. 900? 870. Okay. We will take it. Noch ein kleines Upgrade zum Abschluss der ersten Folge. Paul und Daniel stehen bereits jetzt bei der maximalen Wertungsfischanzahl und sollten sich vielleicht auf die Topwater Bass konzentrieren, sobald die Bedingungen es zulassen. Team Lure Drop kann bisher auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Für die anderen Teams gilt das nur bedingt. So, guys. That's the end of this first episode. This is really, really tough for us. We finally get some decent bite, but I fucked up. So I'm gonna need your support, guys, again and again and again. We never give up, and we hope to make a little bit bigger, yeah. Bigger fish. Some hats off to some team, I guess. They are really rocking the game this morning. But yeah, we're gonna fight hard. Yeah, of course, we will do. Good. So see you in the next episode. And tell us maybe what we should do instead of going home. If you have a small advice for us to be a better bass fisherman, we take it. So, Jungs und Mädels, ihr seht, wir sind zurück auf unserem ersten Spot. Die Halbzeit ist geschafft. Wir haben jetzt 16 Uhr. 4 Stunden haben wir noch. Jetzt hoffen wir wirklich, dass wir hier unseren dritten Fisch kriegen, den wir brauchen. Ich bin immer gespannt. Frank, er darf ruhig mal schwerer sein wie 700 Gramm oder 800, ne? Mein Freund. Ja, aber wir haben... Fangen mal so Monster wie im Training bitte jetzt. Ja. Das wird mich auch so ein bisschen motivieren. Was willst du machen, Markus? Ja. Ich würde sagen, wenn wir den einen noch kriegen, dann war es eigentlich unser Plan, dass, weil wir im Orellander eigentlich ja, die Full Cup machen wollen. Ne? So, Leute. Das war die erste 4 Stunden. I'd say not such a bad start. No, not too bad. We have like our limit. We have our 7 fish. We don't have any top water yet. We only have, let's say, 1 big one. Yeah. And 1 decent one. Which is not even really so decent for the lake. But it's auf jeden Fall ein solider Start.
Gleich geht's weiter, wir sind am Spot, aber 4 Stunden sind jetzt vorbei. Also ich denke, jetzt die zweite Hälfte des Tages muss hoffentlich ein paar große Fische bringen. Bin gespannt. Let's just try to go get some bigger ones, man. Also, Freunde, das war jetzt die erste Halbzeit. Siro, good job. Lo hiciste bien. Wir machen jetzt weiter. Ich werde mich jetzt hauptsächlich natürlich ein bisschen mit Topwater noch beschäftigen. Also das wird jetzt meine große Mission sein. Siro macht weiter dieses Fische spotten, direkt vor die Schnauze werfen. Und ja, was wir dann noch bekommen, das seht ihr in der nächsten Episode. Ich bin für meinen Teil sehr zufrieden heute mit dem Ergebnis von Siro. Und bis zum nächsten Mal. Peace. Das war es für heute. Die ersten Stunden waren hier zwar deutlich fischärmer als in Gruppe A, aber dennoch unterhaltsam. Daniel und Paul thronen verdient an der Spitze. Dahinter folgt Team Triton Cell, das mit 3 Wertungsfischen immerhin schon das Minimalziel erreicht hat. Alle anderen Teams müssen am Garcia Sola zwingend noch Fische fangen, wenn sie die Chance wahren wollen, am Oriana die Karte voll zu machen. Mark und Mattia auf Platz 3 haben als einzige schon einen Topwater-Bass auf dem Konto. Zack liegt mit 2 kleinen Fischen auf Platz 5 und das Schlusslicht bilden momentan Hearty Rice und das Duo von Headbanger, das sehr viel versucht hat, bisher aber nur Bass in Kampfgrundelgröße aus der Reserve locken konnte. Ob die Biggins zur Abendstunde den Kopf rausstrecken, seht ihr am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Und wie immer freuen wir uns über Likes, konstruktive Kommentare und Einkäufe in unserem neu aufgesetzten Online-Shop. Hasta luego und ciao!